Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, ein wenig konnte ich noch leveln und wir machen direkt mit Daisys Quest weiter, wenn sie denn mit mir reden würde. Ich habe einen fabelhaften Geschäftsvorschlag für dich, Gameplayerin. Hast du Zeit für ein Gespräch? Erzähl mir alles. Es ist offiziell. Minnie und ich sind endlich bereit, unsere eigene Modelinie zu starten. Haus der Schleifen. Wir haben schon ewig darüber geredet und jetzt wird der Traum endlich wahr. Glückwunsch. Danke, wir sind total begeistert. Wir brauchen nur noch ein paar Dinge, um Haus der Schleifen auf die Beine zu stellen. Kann ich bei irgendetwas helfen? Das kannst du in der Tat, Gameplayerin. Danke, dass du gefragt hast. Wir haben schon eine Menge Materialien, aber es fehlen noch ein paar. Ich könnte Hilfe gebrauchen, um sie zu bekommen. Minnie und ich brauchen Fasern, ja, natürlich, Weichholz, blaue Hortensien und roten Bartfaden. Du machst ein paar Schaufensterpuppen, wie ich sehe. Du bist ein kluger Kopf, genau so ist es. Während du das machst, muss ich eine Nähmaschine auftreiben. Wieso mache ich das jetzt? Ich dachte, sie macht die. Oh, weißt du was? Ich kann Mirabelle fragen, ob sie noch eine hat. Sie liebt es zu nähen. Das wäre perfekt. Könntest du alles zu Mini bringen, wenn du es besorgt hast? Ich muss unser Logo fertigstellen, unsere Visitenkarten entwerfen und unsere Designentwürfe überprüfen. Ja, klar, natürlich. Achso, ich wollte gerade sagen, das Weichholz habe ich jetzt schon drin oder was, aber ja. Es hat übrigens das ganze Feld über hier jetzt gedauert, bis ich sie auf Level, ich muss kurz gucken. Bis ich sie auf Level 5 hatte. Und ich meine, dass es wesentlich langsamer ging. Ich habe auch nur. Also ich hatte nur das halbe Inventar voll und ich konnte trotzdem alle Kürbisse hier abernten. Und ja gut, sie hatten natürlich nicht diesen Bonus dabei, ne, wo dann immer wieder mal 7 mal 9 zusätzliche rauskommen. Pro Kürbis wohl bemerkt. Aber es ist wirklich heftig. Es ist absolut heftig. Ich werde auch niemanden mehr machen mit der Zeit. Wobei ich mir, ja. Obwohl, doch, das eigentlich ist es Blödsinn. Also mit diesen Zeit, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, Zeitveränderungen oder sowas. Da werde ich mir auf jeden Fall keinen anderen machen. Ich hätte es jetzt gut gefunden, wenn ich noch einen vom neuen Bereich gehabt hätte. Da hätte. Ach so, Moment, ich kann. Nein. Ach, Mann. Ich kann hier doch mal eben die Sachen reinlegen, die ich unterwegs noch gefunden hatte, damit ich das jetzt nicht alles im Inventar habe. So. Weil ich die Kiste nämlich jetzt dafür brauchen wollte. Okay, blaue Tensien und roter Bartfaden sind nicht so viele. Gut, dass ich nochmal unterwegs Holz gesammelt habe, muss ich jetzt dazu sagen. Blaue Tensien sind 3. Ich hoffe, dass ich das jetzt. Ach, da habe ich eins vergessen reinzutun. Ich hoffe, dass sich das jetzt nicht wieder ändert während der Quest, wie beim letzten Mal. Roter Bartfaden, ist das der hier vorne? Ja, jetzt habe ich nur vergessen, was ich brauche. 5, okay. Nehmen wir da 5 raus. Dann Faser brauche ich sehr viele. Ich habe aber nicht viele von dem Zeugs, womit ich das herstellen kann, diesen Algen. Ja, ich bin auf der zweiten Ebene jetzt. Na ja, genau. Weichholz. Weichholz, ist das das oder ist das? Nee, das ist Hartholz. Dann müsste das das sein. Genau. Wie viel brauche ich denn insgesamt? 30. Dann holen wir uns hier nochmal eben 22 raus. Zack. Fasern muss ich machen und Mirabelle muss ich dann noch wegen der Nähmaschine fragen. So, Fasern brauchen wir 30 Stück. Ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen, ganz ehrlich gesagt. Oh, 35. Oh, das wird eng. Das wird richtig eng. Aber wir kriegen es hin. Ja, das ist heftig. Ich muss dringend nochmal das Zeug angeln. Mirabelle, genau. Mirabelle wegen der Nähmaschine fragen. Nicht abhauen, Mirabelle. Wir müssen dich was fragen.
Boah, das ist ja, ich muss hier echt dringend gucken, dass ich hier die Dinger hinkriege. Das ist übrigens ja der Bereich von, ja, von Toy Story letztendlich. Dann ist es auch gar nicht so schlecht, dass ich da hinten das andere hingestellt habe, fällt mir gerade ein. Es soll noch ein bisschen verbessert werden, aber das war jetzt das, was mir jetzt so auf Anhieb aufgefallen ist. Nicht abhauen, Mirabelle. Moment, ich wollte den Leuten doch nur noch kurz was zeigen. Geh doch Du nicht bist weg. es. Kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Hola, Gameplayerin. Wow, du siehst fleißiger aus als meine Schwester Luisa am Bring die Esel auf die Weidetag. Was ist hier los? Ich helfe Minnie und Daisy bei der Einführung ihrer Modelinie Haus der Schleifen. Sie brauchen eine Nähmaschine, um loszulegen. Hast du vielleicht eine weitere, die sie ausleihen können? Sie würden es wirklich zu schätzen wissen. Noch besser. Ich kann Ihnen eine Nähmaschine schenken. Ich habe eine, die ich nie benutze. Das ist so toll. Muchas gracias, Mirabel. De nada. Oh, vielleicht kann ich mit Ihnen eine Nähmaschinenparty feiern. Okay. Ich hab so. Bis bald. Eigentlich müsste ich, hätte ich die beiden zu ihr hinstellen müssen, weil die werden sich wahrscheinlich am besten verstehen wegen dem Nähen und so. Ach so, halt, stopp. Nein, ich muss die Sachen zu Mini bringen. Bevor die hier gleich wieder wegrennt. Ich sehe jetzt das erste Mal, glaube ich, dass sich mein Boden verändert hat. Okay, nein, du bist Mickey. Ich würde so gern plaudern. Mach mich doch hier nicht bekloppt. Hallo, Mini, bleibst du stehen? Stopp bei Fuß. Das sieht die mich, winkt und rennt mit Höchsttempo davon. Das ist doch nicht normal. Was brauchst du noch alles? Haben Gut, wir dass jetzt du hier alles? bist. Oh, Gameplayerin, vielen Dank dafür. Das ist genau das, was ich brauche, um unsere Schaufensterpuppen und unser erstes Muster fertigzustellen. Ich werde Mirabelle für die Nähmaschine danken. Es geht so viel schneller, als die Dinge von Hand zu machen. Was kommt als nächstes? Nun, ich bin begeistert, dass du begeistert bist. Kann ich dich um einen weiteren Gefallen bitten? Während ich mit dem Nähen anfange, könntest du Onkel Dagobert fragen, ob er die Mode von Haus der Schleifen in seinen Laden aufnehmen würde. Wieso soll ich das nicht in meiner Boutique aufnehmen? Hallo, darum geht's hier um Mode. Daisy hatte vor, ihn zu fragen, aber ich mache mir Sorgen, wie sie reagieren könnte, wenn er Nein sagt. Sie ist einfach so begeistert von unserem neuen Geschäft. Natürlich mache ich das. Vielen Dank. Hallo, Dagobert. Hallo. Ah, Gameplayerin, was kann ich für dich tun? Ich habe ein Geschäftsangebot für dich. Wie aufregend! Geschäftsangebot ist eines meiner Lieblingswörter. Gleich auf mit steuerfrei und Haggis. Haggis? Okay. Würdest du es in Erwägung ziehen, die Modelinie von Minnie und Daisy in deinen Laden aufzunehmen? Ich denke, das könnte eine tolle Ergänzung sein. Und wie stellst du dir das vor? Hast du schon mal einen ihrer Waren gesehen? Noch nicht? Gameplayerin, die erste Regel im Geschäftsleben: Investiere nie in etwas, ohne einen Entwurf oder einen Prototyp gründlich zu prüfen. Ich muss erst etwas Konkretes sehen, bevor ich überhaupt daran denke, etwas in meinem Sortiment hinzuzufügen. Auf Wiedersehen und bis bald. Okay, ist kein Problem. Übrigens hier, die habe ich mal ausgetauscht. Der Brunnen steht jetzt da hinten. Ich werde auch irgendwann, wenn das alles mal so einigermaßen fertig ist, das wird wahrscheinlich noch 2 Jahrhunderte dauern, werde ich mal so eine kleine Tour mit euch komplett durch das Valley machen. Minnie sagte, dass du in unseren Namen zu Onkel Dagobert gegangen bist, Gameplayerin. Ich kann es kaum erwarten zu hören, was er gesagt hat. Er sagt, er kann sich nicht entscheiden. Irgendwas mit Haggis, ja, genau. Er sagt, er kann sich noch nicht entscheiden. Er sagte auch, dass er sich auf nichts festlegen kann, bis er sicher ist, dass es sich lohnt. Er will einen Beweis, ein Muster. Wie kann er es wagen, meinen Sinn für Mode anzuzweifeln? Minnie war besorgt, dass du schlecht darauf reagieren würdest. Ich reagiere nicht schlecht darauf. Ich bin einfach leidenschaftlich von unserer Arbeit begeistert. Und Onkel Dagobert weiß, dass ich einen fabelhaften Geschmack habe. Sieh mich einfach an. Er will Beweise? Nun. Wir werden ihm einen Beweis liefern. Wir werden das beste Lookbook zusammenstellen, das das Tal je gesehen hat. Gameplayerin, ich befördere dich zum Model.
Oh, danke schön. ich wurde geboren, um zu modeln. Ein Traum wird wahr. Ja, ist es nicht toll, wenn du deine Träume verfolgst und dadurch mehr davon für alle möglich wird? Minnie und ich wollten Haus der Schleifen gründen. Und jetzt darfst du für uns modeln. Jeder gewinnt. Oh. Fangen wir mit diesem besonderen Stück an, das Minnie gerade fertiggestellt hat. Zieh es an und mach dann ein paar Selfies, ja? Ich werde meine Materialien für das Sammelalbum herausholen. Jetzt wird's ernst. Oh, ich hoffe, mein Speicher hält dicht. Das sieht... Achso, kann ich hier nicht? Hä? Ach, das war nur ein Oberteil. Irgendwie dachte ich jetzt, ich krieg auch eine Schleife dazu. Ach, fragt mich doch bitte nicht. Gut, das sieht ein bisschen seltsam aus, muss ich zugeben, aber... Das ist halt wie mit dem Kleid, ne? Das sieht komisch aus. Also gerade so der Brustbereich sieht irgendwie total unnatürlich aus. Ach so, Selfies muss ich noch machen, genau. Hallöchen, come on, ça va. Komm du auch noch mit aufs Bild? Ja. Machen wir erstmal so. Ja? Fröhlich lächeln. Jetzt kommt da oben nicht gerade Stitch raus. Wie viele Selfies soll ich eigentlich machen? Die hat nur gesagt, ein paar. Drei. Ah, okay. Moment, dann mache ich das noch eben. Ja, komm zurück, komm zurück. Nein, jetzt ist Stitch auch wieder dabei. Ich will nicht wieder so blöd da unten liegt. Das will ich nicht drauf haben. Egal. Moment, erstmal Dings weg. Nein, nicht streicheln. Och, lass mich doch einmal mit Daisy reden, ohne dass du gestreichelt wirst. Ich kraul dich später. Mal sehen. Ja! Die sind fabelhaft. Du hast ein großartiges Auge, Gameplayerin. Für Mode und Komposition. Ja! Aber ich denke, wir müssen noch mehr machen, um Onkel Dagobert zu überzeugen. Lass uns zeigen, wie vielseitig unsere Kleidung sein kann. Du könntest es zum Beispiel zu einer Strandparty tragen. Gameplayerin, dein nächster Modelauftrag führt dich an den schillernden Strand. Wie hast du dir das vorgestellt? Ziemlich lang, denke ich. Beim Styling denke ich an eine Sonnenbrille und ein paar zwanglose Schuhe. Weniger ist manchmal mehr. Du solltest auch etwas Dekoration verwenden, um dich richtig in Szene zu setzen. Ich stelle mir eine sehr verspielte Deko vor. Aha. Du wirst glänzen wie ein Star. Ergänze dein Outfit, dekoriere den Strand und mache dann weitere Fotos. Oh. Oh, ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du dir ausgedacht hast. Okay, also auf jeden Fall eine Brille. Das habe ich noch behalten. Ich fand ehrlich gesagt die eine Brille hier ziemlich cool und stylisch. Diese, ne, Dingsbrille. Sollen wir jetzt echt noch andere Schuhe anziehen? Die hat doch gesagt, lässige Schuhe. Das reicht doch, oder? Ich würde sagen, das reicht. So. Wenn ich das sage, dann stimmt das auch. Füge den Strand verspiegelte Dekorationen hinzu. Das ist doch dämlich. Wieso kann ich nicht einfach hier so ein schönes Bild machen? Ach, okay. Verspielte Dekoration. Wir machen jetzt mal so ein richtiges Affentheater hier am Strand. So, Moment. Wir machen das, das. Im Hintergrund noch ein Schlitten. Wir machen jetzt hier eine Weihnachtsparty. Genau, unten. So, das noch davor. Ein paar zwanglose Schuhe. Jetzt muss ich ernsthaft meine Schuhe umziehen. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Was sind denn die Schuhe? Da. Zwanglos. Welche Schuhe von euch sind denn zwanglos? Achso, Quatsch. Hier oben ist der Filter. Zwanglos, da. Ja, Mut zur Hässlichkeit. Wir ziehen jetzt mal unsere Hauspantoffel an. Mache drei Fotos von dem Outfit am Strand. Mache ich doch sofort. Oh, mache ich sofort, sobald ich die richtige Taste gefunden habe. So, Moment. So. Dann natürlich in kompletter Position, Modelposition bitte. Nee, das sieht dämlich aus. Das ist der Geist des Weihnachten. Genau das wollen wir. Und natürlich noch ein süßes Foto mit dem Schweinchen zusammen. Das wollen wir auch. Und nochmal eins so richtig schön in Pose gesetzt, dass wir hier so drei verschiedene Bilder haben. Und dann sind wir durch. Daisy! Diese Fotos sind perfekt.
Sie sind genau das, was wir brauchen. Du bist ein Naturtalent-Gameplayerin. Ja, vor allem im Dekorieren. Habe ich das nicht wunderschön gemacht? Unser Lookbook wird Onkel Dagobert wirklich beeindrucken. Und wenn nicht, dann steht er eben auf der falschen Seite der Mode. Alles für dich und Mini. Du bist zu gütig, Gameplayerin. Ich habe noch einen letzten Fototermin für dich geplant. Ich habe zu viel Spaß, als dass ich das Model-Ding schon wieder aufgeben würde. Ah. Sie sollte vielleicht so eine Modelagentur aufmachen. Alles, was du tun musst, ist Mini und mich im Traumschloss in der Nähe des Springbrunnens zu treffen. Okay. Ich muss die nur da treffen. Ich muss nichts machen. Hat sie gerade gesagt. Aber wir nehmen... Hallo? Hallöchen? Warum kann ich das jetzt nicht aufheben? Ich wollte das weghaben. Dankeschön. Ja, und ich sollte... Ich sollte vielleicht auch meine normalen Schuhe wieder anziehen. Die Sonnenbrille ist ja noch okay, aber die Schuhe, die sind schon so ein bisschen das Wahnsinn, glaube ich, ne? So, aber die Sonnenbrille ziehe ich auch mal aus. Ich meine, klar, es ist hell. Kann ich jetzt auch mein Oberteil eigentlich wieder anziehen? Das würde ich nämlich auch gerne wieder anziehen, damit ich wieder normal aussehe. So, in der Nähe des Schlosses sollen wir die beiden treffen. Wahrscheinlich muss ich mich gleich sowieso wieder umziehen. Ja, ich bin in der Nähe des Schlosses. Hallo? Hallo? Daisy ist da. Mini? Mini? Warum ist die hier unten? Nee, im Schloss. Ach so, im Schloss in der Nähe des Brunnens. Ah, och, ich habe schon wieder nicht richtig gelesen heute. Jetzt bin ich aber im Schloss. Okay. Jetzt verstehe ich wirklich nichts mehr. Daisy, komm mal mit. Wir suchen jetzt erstmal Mini. Also wir waren jetzt im Schloss und wir sind ja in der Nähe vom Brunnen, logischerweise. Hallo? Och, ja. Oh nein! Nicht schon wieder. Also ich weiß nicht, was seit dem letzten Update bei Disney los ist. Ich habe überall nur noch Probleme. Ich kann durch die Tür nicht mehr durchgehen und jetzt kann ich mich auch nicht mehr bewegen. Ich drücke jetzt hier auf sämtliche Lauftasten. Rechte, linke Maustaste funktioniert auch nicht. Und Escape und wieder raus funktioniert anscheinend. Okay. Mini, die ich suche. Doch, hier ist sie drin. Hallo. Mini? Oh, hallo. Das ist schön. Du scheinst Schleifen sehr zu mögen, ja? Ich mag große, nee, ich mag kleine, elegante Schleifen. Wie süß! So, könntest du jetzt vielleicht mal mitkommen? Macht sie wieder nicht, ne? Hm. Das ist doof. Aber das steht eindeutig im Schloss... Moment, ich gucke hier nochmal. Trifft Daisy und Mini im Schloss in der Nähe des Brunnens. Das kann doch nur das Schloss hier sein. Der Brunnen ist hier vorne. Ansonsten haben wir kein Schloss mehr, außer mein Haus. Aber ich meine, das Haus kann man ja immer anders machen. Wir gehen jetzt nochmal hier rein. Und laufen mal ein bisschen höher. Aber ich denke nicht, dass die dann... Ich denke nicht, dass die dann kommen, oder? Vielleicht muss man die ja ganz oben... Ach nein! Ernsthaft, Leute? Dann sagt doch einfach oben im Schloss oder so. Genau dich wollte ich sehen! Willkommen zu unserem letzten Fotoshooting-Gameplayerin. Deine fantastischen Bilder haben gezeigt, wie entspannt du mit unserer Kollektion an einem Tag am Strand aussehen kannst. Aber jetzt wollen wir dir zeigen, wie du einen Look für ein glamouröses Event kreieren kannst. High Fashion in ein Schloss? Ich liebe es. Ich wusste, dass du die Vision sehen würdest. Ich vertraue dir das Styling an. Könntest du ein Outfit aussuchen, während ich mich mit Mini fertig mache? Ich sehe etwas Lilanes und ein paar elegante Schuhe und natürlich das Oberteil vom Haus der Schleifen. Mach's gut. Ernsthaft. Ein lila Accessoire. Okay, elegante Schuhe habe ich schon mal.
Jetzt muss ich doch wieder dieses komische Oberteil anziehen und ein lila Accessoire. Das ist allerdings kein Problem, weil ich habe gesehen, wir können Öhrchen anziehen. Und das Oberteil. So. So, guck mal. Ich kann das alles. Zack. So. Ja, das ist ein toller grüner Hintergrund. Da seht ihr meine strahlenden, funkelnden Augen. Und, ja. Ich bin ein Zombie. Und der Epi hat gerade im Hintergrund Nein gerufen. Ich glaube, er denkt, dass ich kein Zombie bin. Ja, wen haben wir denn da? Super. Oh. Atemberaubend. Spektakulär. Ja. Gameplayerin, dieses Lookbook wird Onkel Dagobert auf jeden Fall davon überzeugen, unsere Kleidung in seinen Laden aufzunehmen. Das muss es. Oh. Lass uns die Abmachung wirklich unter Dach und Fach bringen, indem wir im Tal eine gewisse Nachfrage schaffen. Es ist an der Zeit, dass du dich vom Model zum Influencer mauserst. Mini und ich werden das Lookbook fertigstellen. Kannst du die Visitenkarten nehmen und sie an ein paar Dorfbewohner verteilen? Egal an wen, oder? Okay, ich wusste es. Ich dachte an Ursula, Anna und Remi. Ich bin dabei. Ich werde mit den Dorfbewohnern sprechen und Haus der Schleifen bekannt machen. Ja! Danke, Gameplayerin. Und trag unbedingt unsere Kleidung von ihnen, um ihnen zu zeigen, wie stilvoll unsere Kollektion ist. Lass mich bald wieder blicken. Okidoki. Moment, ich habe zu viel Fallout geguckt, oder? Hat ihr das da nicht immer gesagt? Na gut, also Ursula, Anna und Remi. Wir haben mittags. Ich hoffe, dass keiner... Ich will es nicht aussprechen, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, Moment. Der ist gerade am nächsten. Ja, ja, ich porte gerade ein paar Meter runter. Das ist natürlich sehr intelligent gewesen, was ich hier mache. Remi, nicht abhauen. Hier, schau mal. Ich habe eine super tolle Visitenkarte. Hallo! Wow, Gameplayerin. Ist das ein neues Outfit? Es ist von Minnie und Daisys Modelinie, Haus der Schleifen. Sie wird bald im Tal auf den Markt kommen. Das ist großartig. Möchtest du, dass ich etwas für die Präsentation koche? Ich denke schon an Brandteig wie französische Käsewindbeutel oder Eclairs. Mach langsam, Remi. Wir wollten dich nur darauf aufmerksam machen. Oh, Sie wissen, dass ich eine Ratte bin, oder? Wir tragen keine Kleidung. Außer wenn ich meine Kochmütze aufsetze, natürlich. Und nur weil ich Franzose bin, heißt das nicht, dass ich mich mit Mode auskenne. Kleine Unternehmen unterstützen sich gegenseitig. Tut mir leid, ich habe mich wohl etwas hinreißen lassen. Du hast recht. Ich gebe es an meine Kunden weiter. Danke für die Karte, Gameplayerin. Ja, hoffentlich sehen wir uns bald. Wie Musterburger. Anna, bleib hier. Lauf nicht weg, kleines Mädchen. Ich finde dich überall, egal wo du bist. So. Aber ich glaube, die rennt jetzt gerade wirklich von mir weg, oder? Die ist jetzt hier irgendwo runtergegangen. Donald ist da. Anna. Ha! Komm her, liebste Anna. Lass uns eine Umarmung starten und eine Modelinie weitergeben. Oh, hallo. Haus der Schleifen. Oh, haben Minnie und Daisy endlich ihre Modelinie auf den Markt gebracht? Du weißt davon? Ja! Minnie hat mir bei unserem letzten Treffen mit heißer Schokolade alles darüber erzählt. Ich bin so froh, dass sie angefangen haben. Ich trage gerade einen ihrer Entwürfe. Hm. Ich wollte schon fragen, ob das ein neues Outfit ist. Es steht dir super. Ziehe ich mich so selten um, dass die Leute mich schon danach fragen, wenn ich was anderes anhabe? Ich bin mir sicher, dass es dir auch gut stehen würde. Herr Duck hat es bestimmt bald im Sortiment. Wenn ich nicht gerade eins meiner Du-bist-die-Königin-Kleider für meine offiziellen Pflichten trage, mag ich normalerweise Kleidung für Abenteuer, bei der man sich keine Sorgen machen muss, dass man Schokoladenfondue abbekommt. Raus aus deiner Komfortzone. Versuch es trotzdem, es könnte Spaß machen. Ja. Ich denke darüber nach. Egal, was passiert, ich werde es auf jeden Fall weitergeben. Grüß Minnie und Daisy von mir. Ach, was wäre... danke. Ja, gerne, gerne. Ich weiß nicht was, aber... Ursula, Schätzchen, bleib bitte da, wo du bist und lass mich dich ansprechen. Ich muss nur einmal hier rumlaufen, weil sonst komme ich wieder nicht dahin. Nein, nicht weg.
Nicht weggehen, Fräulein. Nicht mit mir. Hallo, Liebes. Was ist das, Fischlein? Haus der Schleifen? Daisy und Minnie bringen ihre eigene Modelinie auf den Markt. Sie wollten es dir sagen, weil du eine absolute Ikone bist. Endlich etwas Anerkennung. Aber wenn sie eine Abmachung treffen wollen, müssen sie zu mir kommen. Ich würde mich wie eine Muschel freuen, ihnen bei ihren Vorhaben zu helfen. Sie wollten dich nur wissen lassen, dass sie bald erhältlich sein wird. Keine Abmachungen? Dann verschwinde. Meine Zeit ist viel zu kostbar, als dass du sie verschwenden solltest. Sind wir uns einig? Ja, sowas Ähnliches habe ich mir leider schon gedacht. Daisy, altes Haus, wo bist du denn schon wieder hin unterwegs? Ach, hier unten. Moment. Bevor die wieder weg ist. Hi, tschüss. Gerade keine Zeit. Ach, die ist ihre Schuhe am Einweichen. Okay. Genau dich wollte ich sehen. Oh, Gameplayerin. Erzähl mir alles, wie es gelaufen ist. Die Dorfbewohner... sind die Dorfbewohner begeistert vom Haus der Schleifen? Ich erzähl dir alles. Ursula war nicht beeindruckt. Sie dachte, du wolltest vielleicht eine Abmachung treffen und war verärgert, als ich Nein sagte. Anna war sich nicht ganz sicher, ob die Kleidung etwas für sie sein würde, aber sie sagte, dass sie es auf jeden Fall weitersagen wird und schickt ihre Glückwünsche. Remi sagt, er würde es allen seinen Kunden sagen. Juppie! Fantastisch! Trotz dieser gemischten Reaktion wächst die Begeisterung und das alles dank dir. Während du die Runde gemacht hast, habe ich das Lookbook fertiggestellt, um deine Bilder zu präsentieren. Es ist genau das, was wir brauchen. Aha. Jetzt müssen wir es nur noch Onkel Dagobert zeigen. Glaub mir, Haus der Schleifen wird in kürzester Zeit ein fester Bestandteil der Talmode sein. Auf Wiedersehen! Ich komm mal mit. Nix mit auf Wiedersehen, ich soll ja zuhören. Hi, Miki. Boah, jedes Mal labert der mich hier an und schreit da rum. Wenn ich Hi, Miki sage, antwortet der nur nicht mehr. Onkel Dagobert, bist du bereit, beeindruckt zu werden? Wirf einen Blick da drauf. Na, das ist ja wunderbar. Ich bin beeindruckt. Und nicht nur das. Heute Morgen wurde im Scheremi nur über Haus der Schleifen gesprochen. Aha. Du nimmst uns also in deinen Laden auf? Ja, Mädchen. Und ich tue es gerne. Oh, toll. Toll, toll. Ich kann es kaum erwarten, Minnie alles zu erzählen. Hi. Ja, wen haben wir denn da? Ja, vielleicht die gleiche Person, die dir die ganze Zeit schon hinterherläuft. Oh, Gameplayerin, vielen Dank. Haus der Schleifen wird einen großartigen Start haben. Mit Minis unglaublichen Nähkünsten, meinem Geschäftssinn und unserer beiden Designerkenntnisse sind wir auf dem Weg zum Erfolg. Und jetzt, da wir unsere Modelinie auf die Beine gestellt haben, ist es vielleicht an der Zeit, dass ich mich einer neuen Herausforderung stelle. Ich fühle mich unaufhaltsam. Ja, ich finde das ja nicht so toll, ne? Ich meine, erst hat sie mir gesagt, hier Boutique und so weiter, ich soll meine eigenen Sachen entwerfen und jetzt macht sie mir hier Konkurrenz. Also, das geht gar nicht hier. Ich werde dich auf den Laufenden halten, was ich mir als nächstes ausdenke. Wir sind wirklich ein Spitzenteam. Ja, kann man so sagen. Aber für heute leider nicht mehr, weil wir machen jetzt hier erstmal einen kleinen Cut und ich muss dann, Moment, sie ist jetzt auf Level 5, glaube ich, gewesen. Ja, dann haben wir noch zwei Quests mit ihr. Ich muss sie dann noch mindestens auf Level 7 hochleveln, damit wir dann die nächste Quest machen können. Besser wäre natürlich Level 10, dann könnte man nämlich direkt die beiden Quests hintereinander aufnehmen. Das wäre für mich natürlich besser. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Irgendwie sehe ich doch ganz knuffelig aus in den Sachen. Wobei ich immer noch finde, das Oberteil wirkt ein bisschen seltsam. Also vom Stil her ist es okay, aber so diese... Das ist mir sehr oft aufgefallen. Deswegen kann ich auch nicht viel tragen. Bei Kleidern ist es ganz schlimm. Bei diesen eigentlich in der Realität super schönen Ausschnitten, die so ein bisschen herzförmig sind und schulterfrei. Also die dann wie diese Ballkleider zum Beispiel, die keine Arme haben. Was in der Realität mega schön aussehen kann, das wirkt hier aber irgendwie so klobig, weil man dann immer so dick aussieht oder die Rundungen irgendwie ganz komisch sind. Oder manchmal mit diesen Hemden, was ich glaube ich in der letzten Folge mal kurz anhatte. Das sieht dann aus, als ob ich hochschwanger bin und
Ja, also die Klamotten sind leider sehr, sehr oft sehr unvorteilhaft. Das finde ich auch sehr schade, weil es halt überhaupt nicht zu der Figur passt von meiner Figur halt. Also von meinem Char. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, die ist jetzt nicht dick. Also gut, die hat vielleicht ein bisschen viel Hintern oder so. Das könnte jetzt, also im Sinne von, ja, dass sie halt normal schlank ist, aber der Hintern vielleicht ein bisschen größer ist. Aber ansonsten, die hat eine schmale Taille und alles. Und je nachdem, was die für Kleidung anhat, sieht es trotzdem so aus, als ob die irgendwie, keine Ahnung, 50 Kilo mehr wiegt. Und das finde ich sehr, sehr schade. Also so stylisch ist es gar nicht so schlecht, was sie da trägt. Wobei ich nicht so der Fan von bin, auf einer Seite lang, auf der anderen Seite kurz. Das sieht immer so aus, als ob man nicht genug Stoff gehabt hat. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber grundsätzlich, ja. Wir müssen halt eben immer danach gucken, was wir denn tragen können. Auch die ganz kurzen Sachen beispielsweise sehen auch unter Umständen schon mal ein bisschen seltsam aus. Deswegen werdet ihr mich nur, wenn dann nur dezent bauchfrei sehen, also so wie jetzt hier. Leider nicht mit den schönen Oberteilen, die dann ganz kurz sind, weil das irgendwie insgesamt komisch aussieht, größtenteils. Aber so mit dem Schleifchen und so, das finde ich eigentlich ganz niedlich, muss ich sagen. Vielleicht lasse ich das auch noch an, bis ich mit dieser Modelinie hier zu Ende bin. Und mich dann um andere Quests kümmere. Vielleicht muss ich dann noch wieder meine Hausschuhe anziehen, weil danach machen wir dann ja Monster AG. Och, Wolli, hast du mich jetzt gerade erschreckt. Ja, bevor ich hier von allen Seiten wieder belagert werde. Und jetzt kriege ich einen Heiratsantrag, glaube ich. Ach nee, er wollte mir nur eine Pflanze zeigen. Mache ich hier erstmal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Mit Disney wollte ich gerade sagen. Mit Daisy wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.